Willkommen zurück, meine Lieben. Hier ist euer M3D, der jetzt mal ein bisschen weiterfliegt. Da habe ich einfach total den Spaß dran. Ich weiß nicht, einfach mal die Karte erforschen und gucken, wo man hier eigentlich gelandet ist. Also wir haben schon geile Biome. Also zumindest schon geile Stellen gefunden. So, die besten Biome haben wir leider noch nicht gefunden, klar, aber das geht schon heiß her hier. Oh, Moment, da holen wir jetzt mal wieder den Pilz hier, bitte. Zucker, zucker, zucker. Survival. I will survive. Ja, das sehe ich jetzt jedes Mal. So, her damit. Wie viele haben wir denn schon? 29. Gut. Da hinten haben wir noch einen. Wir haben zwar schon jede Menge Pilze und sowas gesammelt, klar. Aber man kann nie genug haben, Freunde. So, wie viel haben wir jetzt? 40. Das sieht immer so viel aus, wie man aufhebt, aber am Ende ist es immer voll wenig. Komisch irgendwie. So, lass mich mal durch. Hilfe. Jetzt. Wir wollen ja auch mal weiterkommen. Und Lucky Lucky machen, verdammt. Was ist das? Ah, nee, okay. Einfach nur ganz normale Pilzgebiete. Aber leider kein richtiges Pilzbiom. Das wäre so geil. Das würde ich so feiern, einfach nur. Da würde ich mein halbes Leben drin verbringen. Und natürlich auch auf der Karte markieren, ist ja klar. Boah, es sieht so geil aus hier. Alter. Hammer. Alleine diese Insel hat es mir voll angetan, ne? Boah. Nice, hier mit so einem Wasserloch und so. Könnte draußen Salzwasser sein, drin ist dann so Süßwasser und so. Egal. Wir fliegen jetzt übers Meer. Meer. Was ich auch mal machen wollte, ist auf so einem Dings, auf so einer Insel mich mal festigen. Wie so eine Art Spezial-Let's Play. Lost! Wäre doch auch mal richtig geil. Aber das ist halt auch leider schwer umzusetzen, weil man so eine Insel auch erstmal finden muss. Dann kann man irgendwann expandieren, indem man sich zum Beispiel vorstellt, im Wasser sind gefährliche Tiere oder so. Und dann kann man so eine Brücke über das Wasser bauen, irgendwann mal, bis man dann auf der anderen Seite gelandet ist und so. Wäre schon echt geil. Hä? Hilfe? Eieiei. Da geht's weiter. Yeah! So. Okay. Das sieht auch schon geil aus, ne? Also so eine Insel hätte ich zum Beispiel gemeint. Könnte natürlich größer sein, ist ja klar. Oder hier sowas. Dann kann man sich immer hier so rüberbauen. Zack, zack. Das wäre richtig geil. Würde einen schon Freude machen, auf jeden Fall. Also es wäre mal eine witzige Idee. So, jetzt gucken wir aber erstmal was anderes. Und zwar mal richtig schnell fliegen können. Yeah! Ja, das ist schnell. Das ist Tempo. Das ist Speed. Aber ich glaube, das geht nur für eine kurze Zeit, habe ich das Gefühl. Weil jetzt bin ich wieder langsam. Naja, ist ja egal. Eigentlich wollte ich ja mit euch ein Höhlenabenteuer machen, aber naja. Findet auch noch statt, Freunde. Findet auch noch statt. Am Arsch der Welt einfach. Einfach mal just for fun ganz woanders hingehen. Ist doch geil. So, was haben wir hier? Ah, ein Löwe. Ich wollte gerade sagen, was ist das? Das sind Kühe. Oh mein Gott. Was ist denn das für eine fucking geile Gegend hier, ey? Krass. Oh ja, das gefällt mir richtig gut, meine Lieben. Aber richtig geil, wisst ihr, wisst. Wisset ihr was? Wobala, Moment, das war falsch hier. Geile. Wobala, schreibt gar nicht auch nicht mehr. Geile Gegend. So. Einfach mal markieren, was einem gefällt. Man weiß ja nie, was passiert, meine Lieben. Boah, Hammer, ey. Oh ja. Ja, das sieht echt geil aus, muss man wirklich mal sagen. Und jetzt geht's weiter übers Meer. Denn wir wollen mehr sehen. Mehr. Indem wir übers Meer fliegen. Yeah. Ich glaube sogar, Schwimmen wäre schneller, kann es sein. Also nicht Schwimmen an sich, sondern Schwimmen mit einem Boot. Ich glaube, das machen wir jetzt auch einfach mal. Kann man das einfach so ins Wasser setzen? Ja, ne? Ich denke schon. Hallo, tauch auf. Hallo. Boah, Alter, wie tief bin ich schon reingefallen. Krass. So, reinsetzen. Yeah. Da können natürlich auch, da gehen wir auch mal wieder in den Survival-Modus, ist ja klar. Wir wollen ja nicht nur im Creative-Mode rumhängen. Denn das wäre ja voll die Dramatik irgendwo. Boah, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hoffe, ihr langweilt euch jetzt nicht. Das wäre schon doof, weil ich bin gerade voll gespannt und hoffe echt das Beste, dass wir da irgendwas Geiles finden könnten. Oh. Eine unterirdische Insel. Geil. Ah, da sehen wir schon wieder ein kleines bisschen Land.
Fichtenwald. Heißt schon mal kein Dingsbums, keine Wüste oder sowas. Schade, schade. Scheint aber auch nur eine kleine Insel zu sein irgendwo. Sehr erschreckend auf jeden Fall. Ja, ist tatsächlich nur eine kleine Insel. Boah, ist geil. Geil, 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 geil. Ja, doch, ist schön hier auf jeden Fall. Zumindest ist es sehr interessant. Natürlich kann ich mir auch was Besseres vorstellen, klar. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, nach was ich suche. Also, eigentlich suche ich ja nichts. Ich denke mal, eigentlich suchen wir nichts, aber man kann ja vielleicht was Tolles finden. Oh, wir schwimmen jetzt einfach mal hier weiter geradeaus. Obala, ich wollte eigentlich mal die Karte öffnen. So, wo ist denn die Karte? Karte! Ja. Plankes Meer, ist krass. Ah, da kommt eine unterirdische Insel. Eine kleine Sandbucht. Ist das eine Wüste vielleicht? Nee. Das ist nur eine kleine Sandinsel. Schade. Eine Wüste wäre richtig cool. Aber es kam keine. Noch nicht. Vielleicht kommt ja noch was. Man weiß es ja nicht. La, hinten spiel ich mal ein bisschen an den Dingern rum. Yeah. So, nimm mir mal das Schwert in die Hand. Man weiß ja nie, auf was man trifft oder so. Na, wartet mal. Könnte hier was sein? Nö. Gut, dann gehen wir da mal weiter. Wir suchen halt eine große Insel, würde ich mal sagen, oder ein großes Festland, wo wir auch einen Höhleneingang finden, den wir einfach mal auseinandernehmen. Einfach mal just for fun. Das halte ich doch mal für eine witzige Idee. Aber irgendwie wird uns das nicht gegönnt. Dadan, dun, dun, dun. Komischweise kam auch nicht einmal hier O'Brien. Anscheinend ist er immer noch im Never und hängt da fest. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon fraglich. Aber ist auch gleichzeitig egal. Denn so haben wir unsere Ruhe. Wow, das Meer ist schon echt krass. Also irgendwie sehr erschreckend. Ich habe nicht gedacht, dass ein Meer im Spiel so groß sein kann. Ich habe echt gedacht, so, keine Ahnung, das ist... Ich weiß nicht. Nicht mal annähernd so groß, wie das jetzt hier ist. Auch Ferdis und ein Zebra. Das ist eine schöne Insel. Eine richtig schöne Insel. Nur leider kann man da halt nicht überleben, ne? Ja, da hätte man sich Erde abbauen müssen und da hätte man hier rüber gehen müssen. Das hätte einem, glaube ich, auch nichts gebracht. Komisch. Komisch, komisch, komisch. Hier ist ja nichts. Hier ist ja absolut gar nichts. Hab ich nicht erwartet. Ich hätte gedacht, man könnte hier tolle Sachen finden. So richtig so, wow. Aber momentan ist es hier noch recht tot. Oh, wir schwimmen den Sonnenuntergang entgegen. Schön. Mit den schönen Wolken, wie romantisch. Oh, da ploppt eine Insel auf. Na also. Vielleicht ist diese Insel jetzt unser Glückstreffer. Gucken wir dann gleich mal, wie groß sie ist. Das erkennt man auf der Karte ja am besten. Ja, sie scheint schon eine gewisse Größe zu haben. Aber auch nicht so. Doch, 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 doch. Hat schon eine gewisse Größe. Sehr interessant. Ich würde einfach mal sagen, ich glaube, da gehen wir doch mal drauf. Hä? Wäre doch mal eine witzige Idee. So, da wir uns eh gecheatet haben, das Boot, zack. Machen wir es einfach kaputt. Oh, hier leben Glühwürmchen, auch süß. Ein unbeflecktes Wäldchen, traumhaft. Wo noch nie ein Mensch zuvor war. Glaube ich zumindest. So. Hier ist leider gar nichts. Aber theoretisch gesehen könnte man sich hier mal runtergraben, ne? Einfach in den Berg rein. Da es jetzt eh dunkel wird, halte ich das für eine gute, witzige Idee. Dass wir auch mal zu unserem Höhlenabenteuer hier kommen. Wartet mal. Zack. Ja, wir starten einfach jetzt mal von hier aus, dass wir die schöne Optik nicht zerstören. So, die Boote mal raus. Und jetzt gib ihm. Geht ja schnell zum Glück. So, wir machen mal hier so eine Fackel rein. Zack. Jetzt mal so ganz vorsichtig einen Weg runter machen. Ich muss ja aufpassen mit der Spitzhacke. Einmal zu weit gekloppt und auf einmal ist der halbe Berg hier weg. Das wäre nicht so geil, ne?
So, da seht ihr schon. Sticker Destroyer, diese Schaufel hier. Eisen können wir mitnehmen. Warum nicht? So, machen wir nochmal eine Fackel dran. Zack. Und weiter geht's. Also, wir müssen jetzt hier extra so eine Treppe runter machen, denke ich mal. Das ist ja jetzt so unsere private Mine. Das ist halt das Schöne. Man kann jetzt hier einfach mal richtig rumbrettern und einfach nur erforschen. Es ist eigentlich egal, wie man es zurücklässt. Und das war halt mein Wunsch dahinter. Weil, ihr kennt mich ja. Würde ich jetzt in eine andere Mine gehen, die bei uns in der Nähe ist, dann würde ich die erstmal auch richtig ordentlich machen und so. Das, naja. Das ist auch nicht für jeden der Wunsch aller Wünsche. Kann ich natürlich auch verstehen, weil ich bin da schon ein bisschen krank drinne, gebe ich zu. Ja, und so. Erforsche mir jetzt einfach mal eine schöne Gegend und vielleicht eine Hammerhöhle. Weißt du, da können wir das echt so machen wie ein bestimmtes Land, was in andere Länder eindringt, einfach sich alles ausbeutet und einfach wieder geht. Ja. Ist zwar assi, aber naja. Was im Magenleben geht, geht auch hier. Oh, Kohle, 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 die will ich unbedingt haben. Herr mit der Kohle, verdammt. Und vor allem, wir kriegen auch ein bisschen EP dadurch. Ja. Na, super. So, noch eine Fackel machen. Denn wir wollen ja natürlich noch weiter runter. Das ist noch längst nicht alles. Wir wollen auf Ebene 11 gehen. Wo, hä? Ach, da steht es. Ah, 44 sind wir gerade. Okay. Hab gerade gedacht, was ist das denn hier für ein Kram? Weil ich spiele ja privat auf einem Server. Das ist zwar selten, aber naja, ab und zu kann man es ja mal machen. Und der ist auf der 1.8, deswegen bin ich gerade hier ein bisschen verwirrt. Ja, aber jetzt weiß ich ja, jetzt habe ich ja gefunden, wo die ganzen Koordinaten sind. So. Na, ich komme aber auch ehrlich gesagt, so, trotz dieser Spitzhacke hier, kommen wir sehr besichtigt voran. Aber okay, überlegt euch mal, wie das ohne diese Spitzhacke vorangehen würde. Ey, da wären wir schon 3 Stunden unterwegs. Wir hätten gerade vielleicht mal 10 Reihen weggekloppt. Oh ja, schön her damit. Wir sind hier nur zum Sammeln da. Nur zum Ausbeuten der Mine. So, haben wir schon mal 64. Ich schmeiß einfach mal das Holz weg. Hallo? Da, Kohle. Sehr schön. Ich will ja hier nur Rohstoffe haben. Alles andere interessiert mich ja gar nicht. Da habe ich wieder zu viel weggehauen. So. Ich mache jetzt mal dieses Ding hier weg. Das nervt ja auch irgendwann mal. Wenn man da die ganze Zeit drauf gucken muss. Auch wenn man jetzt hier eigentlich die Daten braucht, wie tief man gräbt. Aber naja. Bis zu unserer Stufe runter dauert das eh noch ein bisschen. Da kann man das ja ruhig mal machen. So. Einfach mal ausschalten. Einfach mal den Instinkten freien Lauf lassen. Ah, hier haben wir wieder Eisen. Muss ich jetzt aber nicht mitnehmen. Das nehmen wir uns lieber aus den Höhlen so raus. Wir versuchen jetzt erstmal einfach nur komplett nach unten zu kommen. Oh. Kohle kann man natürlich mal mitnehmen, ist ja klar. Oh, ich habe da schon, glaube ich, etwas gehört, ja? Kann es sein? Es klang nach Höhleneingang, nach tiefer, tiefer Höhle. Ich kann mich auch täuschen. So. Schön runter da. Ich will tiefer ins Geschehen vordringen. Yeah. Ich finde es ja komisch, dass Urbane noch nicht kam, ehrlich gesagt. Aber okay. Ich vermute echt, der hängt noch im Nether fest. Keine Ahnung. Vielleicht richtet er sich auch seine Bude neu ein oder so. Boah, vielleicht hätten wir ja fast sein Haus gesehen. Man weiß es ja nicht, ne? Einige sagen ja, er wohnt ja im Nether. Und vielleicht wären wir fast bei seinem Haus gewesen, aber dann ist er einfach amok gelaufen, die Sau. Das hätte ja alles sein können, ne? So. Wunderbar, das sieht doch schon mal sehr gut aus. Ich sammle hier gerade so viele Steine, die ich einfach nur alle liegen lasse, weil es einfach gar keinen Sinn ergibt, die aufzuheben. So. Eisen nehmen wir uns gerade mal mit. Ach, Redstone, auf welcher Höhe sind wir denn? Oh, auf 8. Wir sind ein wenig zu weit gegangen. Ein klein wenig. Redstone, 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 Redstone. Kann man ja einfach mal mitnehmen. Machen wir hier eine Fackel rein, so zack. Ist aber auch verdammt ruhig hier. So. Hier ist 11. Hier ist 11. Und hier wollen wir jetzt einfach mal in irgendeine Richtung graben. Yeah. Massaker. Schön die Fackel hinsetzen, denn wir sind auf der Suche nach Diamanten.
Keine Ahnung warum, Freunde, aber auf Ebene 11 geht's richtig krass voran mit Diamanten. Oh, ich wollte gerade sagen, da hätten wir schon welche, aber nein, das ist Lapis. Oh, ich hab mich gerade erschreckt, ne? So, nehmen wir natürlich mit. Warum auch nicht? Eisen nehmen wir natürlich auch mit. Ja, damit. Yeah. Und weiter geht's. Zack, 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 zack. Ja, normalerweise könnte man einfach Strip Mining machen, natürlich, klar, aber ich mache uns erstmal eine Basis. Oh, was haben wir denn hier Schönes? Wunderbar. Yeah. Gibt doch schön viel EP, finde ich so geil. Boah, Alter, wie ich einfach nur wie so ein Behinderter hier rumgrabe, ne? Furchtbar, Freunde, furchtbar. Das Essen kann man mal wegmachen. Hallo? Wollte ich nicht das Redstone sammeln? Doch. Tabis. Okay, hängen wir mal wieder eine Fackel rein. War da gerade Lapis? Ich glaube, ich habe irgendwo Lapis gesehen, aber ist ja auch egal. Okay. Oh, oh, oh. Was passiert, wenn man in diese Richtung gräbt? Ja, man kann es schon vermuten. Man fällt erstmal runter, klar. Aber es kann noch weitergehen. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Ob man jetzt genau in diese Höhle reinkommt, oder... Ja, ich höre auf jeden Fall schon mal jemanden. Ich glaube, das war gar keine so schlechte Idee, hier sich so reinzugraben. Das scheint echt Hand und Fuß zu haben. Müssen wir hoch oder müssen wir runter? Ha, wir müssen hoch, okay. Dann passt mal auf. Obala. Das hat jetzt nicht so geklappt, wie ich es mir erhofft habe. Naja. Aber egal, meine Freunde. Das machen wir einfach in der nächsten Folge. Tschüss.